Stellt euch bitte einmal Folgendes vor. Wir schreiben das Jahr 2010. Ihr seid gerade in der Schule, genauer gesagt im Computerraum, um irgendwelche langweiligen Dinge am PC zu recherchieren. Euer Lehrer hat gesagt, dass er nochmal kurz ins Klassenzimmer muss und deswegen seid ihr dort gerade ganz allein. Während ihr also so dabei seid, irgendein lustiges Meme als euren neuen PC-Hintergrund einzustellen, kommt auf einmal ein Freund zu euch mit einem unfassbar breiten, fast schon verzerrten Grinsen und er sagt, er kennt ein unfassbar lustiges Video, das ihr euch mal angucken müsst. Und dieses Video trägt den Titel Two Girls, One Cup. Ich möchte heute mal etwas Besonderes mit euch machen. Und zwar will ich heute mit euch über Schockvideos sprechen. Dies sind Videos, die eben im Internet viral gegangen sind, weil Leute diese Videos rumgezeigt haben, um andere zu schockieren, um anderen Angst zu machen, beziehungsweise um sie zu verderben. Und deswegen habe ich einmal 4 Schockvideos, beziehungsweise ein Schockbild rausgesucht, das wir alle schon mal gesehen haben, leider, aber wozu wir nicht die genauen Informationen dahinter wissen, wo wir eben nie wussten, was dort wirklich passiert ist, nie die wahre Geschichte. Und genau das möchte ich heute einmal ändern. Ich möchte mit euch eben jetzt die Schockvideos unserer Kindheit einmal genauer angucken und euch sagen, was genau da wirklich passiert ist an Zusatzinformationen. Also beginnen wir einmal bei dem Klassiker schlechthin. Two Girls, One Cup. Ich weiß noch ganz genau, mir war es damals exakt so passiert. Ich saß im Computerraum der Schule, ein Kumpel sagte, ich soll mal eine Website besuchen, die Two Girls One Cup heißt. Und nichts ahnend, wie ich war, öffnete ich diese Website und sah zu, wie 2 Frauen Fäkalien in ihren Mündern hin und her tauschten. Gucken wir uns einmal ganz kurz einen Ausschnitt davon an. Oder tun wir das mal am besten nicht? Auf jeden Fall habe ich das damals gesehen und ich war unfassbar schockiert. Schon diese Melodie, dieses Lied, welches im Hintergrund spielte, das jeder von euch wahrscheinlich schon mal gehört habt, löst bis heute bei mir eben flashbackartig Panik aus. Doch damals habe ich einfach nur diese Internetseite sofort weggemacht. Ich habe sie sofort geschlossen. Ich würde ja mal von euch gerne wissen, wie viele von euch sind interessiert daran zu sehen, wie 2 Frauen gegenseitig Fäkalien von Mund zu Mund tauschen? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch jetzt nicht die Hand gehoben haben voller Elan. Und wenn doch, ne, an dieser Stelle kein Kinkshaming, aber what the fuck, ne? Aber trotzdem, ich gehe einfach mal davon aus, dass das nicht der Kink ist von den meisten. Aber wofür war dieses Video, was vor allem in Schulen auf Pausenhöfen gezeigt wurde, denn gedacht gewesen? Und deswegen habe ich einmal genauer nachrecherchiert. Gemacht wurde dieses Video im Jahr 2007. Dort hatte ein brasilianischer Filmemacher, der sich eben mit Fetischfilmen beschäftigte, ein Video hochgeladen, das so heißt. Und dieses Video hat er dann online gestellt, mit dem Sinn, dass es viral gehen sollte. Sein Wunsch war es gewesen, dass möglichst viele Leute seinen Film gucken und schockiert sind und ihn deswegen zeigen. Schon vergangene Filme, die er gemacht hatten einen ähnlichen Erfolg gehabt. Auch dort sah man dann zum Beispiel ähnliche Szenen, die eben auch zum Beispiel mit Fäkalien oder Erbrochenem zu tun hatten und die Leute teilten das Ganze wie verrückt. Er wollte eben noch einen oben drauflegen und machte deswegen diesen Film. Und tatsächlich hatte er Erfolg, denn schon kurze Zeit später wurde dieses Video 100.000-fach geteilt. Binnen kürzester Zeit hatte er über 400.000 Aufrufe gehabt, ein Erfolg, den er so zuvor noch nie gehabt hatte. Jahre später hat er dann mal ein Interview gegeben und wurde gefragt, ob das Ganze damals im Video echt gewesen ist. Und jetzt kommt das Besondere. Seine Antwort war, nein. Das, was im Video zu sehen gewesen ist, waren keine Fäkalien, sondern es war Schokoladeneis. Der Filmemacher selbst sagte, dass die meisten Schauspieler sich weigern würden, das mit echten Fäkalien zu machen und deswegen nutzte er in seinem Film eigentlich immer Schokoladeneis. Das bedeutet also große Entwarnung zu diesem traumatischen Filmchen. Es sind keine Fäkalien, es ist lediglich Schokoladeneis, das den Schauspielerinnen in ihren Darm gepumpt wurde, damit sie diesen in einen Becher ausscheiden können, ihn essen und ihn sich dann von Mund zu Mund erbrechen. Also quasi ein ganz normaler Film. Aber wir sind hier noch nicht am Ende, gehen wir mal zum nächsten. Der nächste Film, über den wir reden wollen, ist One Man, One Jar. Und ich fasse auch diesen Film mal ganz kurz zusammen.
In diesem Film geht es eben darum, dass man ein Glas auf dem Boden sieht. Ein Einmachglas, durchsichtig, ganz normal. Und dann sieht man einen Mann, der sich langsam auf dieses Glas setzt und dieses Glas in sich einführt, rektal. Nur mit dem besonderen Bonus oder dem Plot-Twist, wenn man es so nennen will, dass das Glas in seinem Inneren plötzlich bricht. Und jeder von euch, der schon mal ein Glas kaputt gemacht hat, wird wissen, dass Scherben scharf sind. Ja, daraufhin sieht man sehr viel Blut und Scherben. Ich gehe darauf mal nicht genauer ein. Dieses Video ist ebenfalls eins, welches immer und immer wieder geteilt wurde. Es bekam den Titel One Man, One Jar, also ein Mann, ein Glas, einfach nur deswegen, damit die Leute nicht von Anfang an wissen, worum es da geht. Auch dieses Video wurde damals eben im Jahr 2008 auf Fetischseiten hochgeladen. Aber man müsste sich jetzt natürlich fragen, wer, der bei gesundem Verstand ist, würde so ein Video von sich selbst hochladen? Hier muss doch jemand zum Beispiel einmal sein Handy verloren haben, also sein Aufnahmegerät, und irgendjemand anders hat es hochgeladen gegen den Willen des Machers. Doch das stimmt nicht. Jahre später wurde ein Interview anonym mit dem Mann geführt, der dieses Video gemacht hat. Und er hat die Fragen des Internets beantwortet. Und bei diesem Q&A, das er machte, erwähnte er, dass er selber das Video hochgeladen hat. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens wollte er den Leuten zeigen, wie unfassbar gefährlich es ist, sich ein Glas rektal einzuführen. Davon war ich ausgegangen. Und andererseits fand er es einfach hammerlustig, was passiert ist. Er fand das Video so witzig, dass er es anderen zeigen wollte. Er ist also quasi einfach ein Influencer. Aber er wurde auch noch weitere Fragen gefragt. So fragten sie ihn zum Beispiel, warum er in dem Video nicht geschrien hat. Denn als das Glas kaputt geht, ist er völlig still. Die Antwort war, dass er nicht schreien konnte. Denn nebenan bei ihm, als er das getan hatte, war seine Frau und seine Kinder. Er wollte nicht, dass diese mitbekommen, was er gerade da drinnen macht, deswegen blieb er möglichst still. Deswegen ist er übrigens auch nicht ins Krankenhaus gefahren, einfach weil es zu gefährlich gewesen wäre, dass andere sein Geheimnis herausfinden. Auch bis heute weiß seine Familie, seine Ex-Frau und die ganzen Kinder, die er hatte, nicht, was er damals wirklich getrieben hat. Aber auf die Frage hin, ob er das Ganze wenigstens bis heute beendet hat, sagte er damals nein. Denn er wollte gerne sich noch größere Dinge einführen. Also, ne, flieg zum Mond, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du landest in den Sternen oder wie auch immer dieser Spruch heißt. Dieser Mann hört einfach nicht auf, dieser Mann weiß nicht, wann Schluss ist und irgendwie ist das ja auch bemerkenswert. Kommen wir am besten mal direkt zum nächsten. Das nächste, denke ich, werden die meisten von euch auch kennen. Es ist Blue Waffle, also die blaue Waffel. Hier ist es mir ebenfalls wieder passiert, dass ich im Computerraum in der Schule saß und ein Kumpel sagte, ich solle mal einfach bei Google Bilder Blue Waffle eingeben. Da mein englisches Verständnis so gut war, dass ich wusste, es heißt blaue Waffel, war ich einfach davon ausgegangen, dass ich eine Waffel sehe, die blau gefärbt wurde. Stattdessen sah ich eine Vagina, welche bläulich verfärbt gewesen ist. Zudem gab es dann auch noch die große Warnung, die quasi bedeutete, das wird dir auch passieren, wenn du mit vielen unterschiedlichen Männern Geschlechtsverkehr hast. Blue Waffle war damals ein Phänomen, welches eben 2008, das war eine wilde Zeit damals, extrem viral gewesen ist. Jeder hat es quasi weitergezeigt. Auf allen möglichen Internetlisten von Dingen, die man niemals googeln sollte, war Blue Waffle vertreten gewesen, einfach weil der Anblick so verstörend sein sollte. Aber ich habe auch hier mal genauer nachrecherchiert, was damals war. Auch wenn ich nicht herausfinden konnte, wer dieses Bild hochgeladen hat, ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt wissen muss, konnte ich aber was anderes herausfinden. Denn diese große Warnung, die dort immer geschrieben stand, ne, dies passiert dir auch, wenn du mit vielen unterschiedlichen Leuten Geschlechtsverkehr hast, ist nichts als Bullshit. Dies ist eine ausgedachte, fiktive Krankheit, die von Leuten verbreitet wurden, die ein Problem damit hatten, wenn Frauen wechselnde Geschlechtspartner hatten. Es waren also quasi Leute, die dafür waren, dass man nur monogam leben darf, dass man eben nicht mehrere Leute schon in der Vergangenheit mal gedatet hat und deswegen wollten sie diese große Warnung aussprechen. Wenn du das tust, wenn du dir nicht einen Mann fürs Leben suchst, dann wird genau das dir passieren. Es ist also keine echte Krankheit. Falls ihr bis heute Angst davor gehabt habt, kann ich euch entwarnen, das Ganze stimmt nicht. Kommen wir nun noch einmal zu dem letzten Schockvideo. Und dieses Schockvideo ist Mr. Hands.
Mr. Hands klingt erstmal ebenfalls nicht sonderlich schlimm, aber die von euch, die es gesehen haben werden, werden wissen, was dort passiert. Zu sehen ist ein Mann, der mit einem Pferd Geschlechtsverkehr hat. Beziehungsweise das Pferd schläft mit ihm. In diesem Video sieht man, dass dieser Mann eben quasi Schmerzen dabei hat. Er hatte es nach eigenem Willen getan, aber tatsächlich ist der Mann in dem Video ein Mann namens Kenneth Pinion. Ein Amerikaner, der in der Vergangenheit um 2005 schon mehrere solcher Videos mit unterschiedlichen Tieren gedreht hatte. Nur dass an diesem Tag, als er eben mit einem Pferd Geschlechtsverkehr haben wollte, etwas schief lief. Denn dieses Pferd sorgte dafür, dass er einen Riss in der Darmwand erlitt und später dann eine Bauchfellentzündung. Diese Bauchfellentzündung war tödlich. Pinion starb für dieses Video. Er starb als Folge von diesem Video. Als das Video dann im Internet viral ging und man herausfand, was dort passiert war, wurde sofort einer seiner Partner, einer seiner Komplizen vor Gericht gesetzt. Man wollte ihn anzeigen und verklagen wegen Tierquälerei, aber da fiel ihm auf, dass nach dem amerikanischen Gesetz zu diesem Zeitpunkt keine Tierquälerei gemacht wurde. Denn im Endeffekt war in dem Video, so damals das Gerichtsurteil, nicht zu sehen, dass das Pferd irgendwelche Schmerzen hat oder gequält wird, sondern dass es für das Pferd eventuell etwas Positives gewesen ist. Man merkte einfach damals, dass das Ganze viel zu schwammig formuliert gewesen ist, was Tierquälerei ist und was nicht. Deswegen sah man sich damals gezwungen, eben den Komplizen von Pinion zu gerade einmal $300 Strafe und einem Tag gemeinnütziger Arbeit zu verdonnern. Aber, Fun Fact, das Tierschutzgesetz in Washington wurde überarbeitet zu seinem heutigen Stand, weil damals Pinion mit einem Pferd schlafen wollte und dies hochgeladen hat. Denn nach diesem Gerichtsfall überarbeitete man es komplett. Und das waren sie, Schockvideos und ein Schockbild unserer Kindheit. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch werden irgendwas davon schon gesehen haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.